Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop-Hebelwerk. In unserer heutigen Folge zeigen wir euch, wie ihr mit einfachen Mitteln die Mauern für die Samurai-Festung bauen könnt. Ja, das ist quasi Teil 2 der Samurai-Festung. Bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Folge benötigen wir neben den üblichen Bastelmaterialien wie Farbe und Holzleim Styrodur und so eine einlagige Wellpappe bzw. einen Karton. Im ersten Bauabschnitt nehmen wir uns unser dickes Stück Styrodur und schneiden dort eine 4 cm dicke Platte aus und markieren uns dort die Länge der Kanten für die Mauerabschnitte. Und schneiden diese auch mit einem Styrocutter aus. So, das passt jetzt ganz gut. So, unsere Mauer soll 1 cm dick sein, also schneiden wir die auch dementsprechend aus. Und natürlich auch um die Ecken rum. Dazu machen wir dann einfach aus, wenn wir an den gewünschten Winkel sind. Schalten das Gerät wieder an und schneiden weiter. So sieht das Stück Mauer jetzt aus. Das machen wir für alle Mauern. 1 cm dick, 4 cm hoch. Dann haben wir uns noch kleine Blöcke zurechtgeschnitten. Da kommen dann die Häuser später hin, beziehungsweise so ein kleiner Wachturm, der Shogun-Tempel und das Torhaus. Dann wollen wir alle 1,5 cm eine Schießscharte haben. Dazu markieren wir uns das auf dem Styrodur. Dann nehmen wir uns ein Schützen-Ashikaro, um die Höhe zu bestimmen. Und markieren uns die Stelle genau an dem Punkt, die wir vorher markiert haben. Die Schießscharte soll eine Breite von 0,5 cm haben. Und wie gesagt, alle 1,5 cm. Dann malen wir uns dort Vierecke und Dreiecke rein. So. Diese schneiden wir dann mit einem Skalpell raus. So sieht das ganze Stück dann aus, wenn wir es bearbeitet haben. Da seht ihr auch nochmal die Anbauten, das Torhaus, den Tempel und den Wachturm. Die Schießscharten ritzen wir jetzt in alle Mauern ein. Dann habe ich hier das Stück Pappe. Dann habe ich hier so eine Sprühdose mit Wasser und damit befeuchte ich erstmal die ganze Pappe. Dann einfach die erste Schicht abzuziehen. Da war ich aber wieder zu ungeduldig. Wenn ihr das auch sein sollte, dann sprüht ihr einfach ein bisschen nach, lasst es einweichen und zieht es ab. Das geht dann eigentlich relativ schnell und leicht. Das Ganze legen wir dann erstmal zum Trocknen wieder weg. Dann habe ich hier so ein Stück Styrodur, ein schmales Stück Styrodur. Das soll dann so in die Mitte reingeklebt werden, weil da das Dach rankommt. Ich zeichne mir einfach Pi mal Daumen was ab, das müsste jetzt aber 0,5 cm sein. Dann mache ich mir so ein paar Streifen und klebe diese mit Holzleim einfach oben auf die Mauer rauf. Und dann messe ich mir die Höhe fürs Dach ab. Diese soll bei 1,5 cm liegen, dazu setze ich verschiedene Punkte und verbinde diese dann. Dann wird das Ganze mit einer Schere ausgeschnitten. So, dann messe ich mir die Länge ab, die ich brauche für das Dach. Dazu nehme ich mir mein Mauerstück als Schablone und schneide es einfach durch. So. Da brauche ich natürlich zwei lange und zwei kurze Teile.
Für die Innen- und Außenseiten, diese sollen dann so schräg aneinander geklebt werden. So, die habe ich jetzt etwas angeschrägt, dass sie im Winkel genau zueinander passen. Wenn die so drauf liegen, dann mache ich zwischen Mauer und den Balken, den ich oben reingeklebt habe, Holzleim rein und klebe dort Zahnstocher hinein, damit das Dach besser klebt. Das mache ich innen, außen und an den Seiten. Dann kommt da auch wieder oben Holzleim rauf. Und dann werden die Dächer einfach festgeklebt. So sieht das Ganze dann aus. Das lassen wir jetzt erstmal gut antrocknen. Ja, und innen müsst ihr natürlich genauso machen. So, auch wieder den Winkel ausschneiden und rankleben mit Holzleim. Dann habe ich mir noch hier einen Schaschlik-Spieß zurechtgeschnitten. Auch immer im 45-Grad-Winkel. Diese klebe ich dann auch einfach mit Holzleim auf das Dach rauf. So, einwandfrei. So, an den Seiten, um das Dach abzuschließen, kommen jetzt noch Zahnstocherstücke rauf. So, innen und außen. Dann mische ich mir Leim mit Wasser zurecht. Schmiere das ganze Dach mit dieser Mixtur, um Stabilität noch reinzubringen und dass das Dach schön fest wird. Und das Ganze aus, wenn es getrocknet ist. Ja, hier an der Seite habe ich noch Kaffeeröhrstäbchen reingeklebt, um einen schönen Abschluss zu haben. Und auf der anderen Seite nochmal Zahnstocher. Dann nehme ich mir schwarze Abtönfarbe, gebe dem Ganzen ein Blau hinzu, weil mein Dach so ein bisschen bläulich sein soll, etwas Wasser, und bemale damit das ganze Dach. Da müsste auch mehrmals drüber gehen. So, dann nehme ich mir hier etwas von dieser dunklen Farbe ab, gebe einen guten Spritzer Blau hinzu und bemale damit noch grob das Dach. Den nächsten Schritt habe ich nicht gefilmt, da hellen wir die Farbe auf und bürsten das Dach einfach nochmal trocken damit. Ja, mit Weiß werden nun die ganzen Wände bzw. die Mauern bemalt. Damit das Weiß aber zu rein war, habe ich noch etwas Beige hinzugefügt zu dem Weiß. Und damit bemale ich dann auch nochmal die Mauern. Ja, und somit sind die auch eigentlich schon fertig. Viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns nächste Woche. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Das war jetzt, ich hab mal direkt eine Foto von Malen. Jedenfalls war das jetzt Teil 2 gewesen, der Samurai-Festung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt dabei. Guckt euch ruhig mal Teil 1 an, da zeigen wir euch, wie ihr den Grundkörper bauen könnt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Jo, checkt alle unsere weiteren Kanäle, Facebook etc. Könnt ihr mal durchgucken und durchschnürgern und gucken, was so abgeht, war. Ich sag einfach mal, make Tabletop great again und ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein!